Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Let's Play auf dem Commodore 64 und heute bin ich mal auf einen Spielewunsch eingegangen, den ich als Kommentar erhalten habe. Und zwar spielen wir das berühmte der Ford Apokalypse. Ein Spiel von 1982, ihr hört schon diesen Sirenenton im Hintergrund. Der ging mir schon damals auf die Eier. Aber egal, gehört natürlich zur Spielegeschichte des C64 mit dazu. Und ich habe selber auch gehabt. Und ja, nicht wirklich weit gekommen. Wenn ich es richtig erinnere, also im Hubschrauber fliegen wir ja, das ist klar, sieht man ja. Aber wir müssen der Gefangene befreien aus der Festung, die unter der Erde ist, also sehen wir nachher noch, und ich glaube auch einen Reaktor zerstören. Und ja, ich bin damals nie weit gekommen, ihr müsst ihr auch verzeihen, es ist jetzt ein Spiel, ja, dass ich jetzt nicht so, wo ich nicht so gut war, sagen es mal so. Deswegen spiele ich heute auch die Version mit Trainer, sonst wäre es wahrscheinlich nach 2 Minuten schon zu Ende. Und wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Und wir starten mal. Das geht los. Wir müssen erstmal hier auftanken. Und jetzt wird getankt. Ah. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Und das ist mal voll. Und jetzt ist die Frage, machen wir nach. Ist eigentlich egal. Da oben sehen wir schon auf dem Radar. Luftminen oder was das hier sind, ich weiß es nicht genau. Und ja, das ist natürlich das, von dem von denen sollte man sich nie erwischen lassen. Ihr seht schon, hier oben kommt ein Helikopter oder eine Luftbiene wieder oder was das ist. So, wir machen jetzt auf jeden Fall hier rein. Verdammt nochmal! Ich weiß nicht, wie ich die abschießen soll. Ja, das habe ich geahnt, sowas habe ich geahnt. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt abschießen kann. Also ich persönlich krieg's ja nicht abgeschossen. Wir müssen jetzt hier runter. Ah! Meine Fresse! Ah! Ah! Feindliche Helikopter. Ein Hammer. Ah.
Ah, wollte ich gerade eintauchen, so eine Kacke hier. Ich weiß auch nicht, wie ich die... Guckt euch das an, das ist ja gar nicht... So, jetzt gehen wir mal runter. Ah. Was war jetzt? Das fängt gut an. Hä? Kann ich die nicht öffnen oder was? Das ist denn das für ein Mist hier. Ah ja, Fort Apokalypse. Ein Spiel, das man... Ah! Ja. Wie gesagt, war auch ein sehr frühes Spiel auf dem Commodore 64. Ich sag von 82. Sound hält sich in Grenzen. Das ist doch zum Kotzen, ist das. Ich muss es ja mal ehrlich so sagen. Obwohl ich es eigentlich auch nicht möchte. Ah, verdammt nochmal ich. Aber naja, gut. Wir werden es schon mal packen. So. Ja, machen wir einfach mal. Ah. So, hier. So, ein Hammer. Das könnte man eigentlich wieder hoch. Hm. Vielleicht können wir hier noch einen. So, die bringen wir jetzt mal. Die bringe ich mal weg. Erstmal hier hoch. Und schön hochsteigen. Hier ist unsere Landebahn. Geht auch nicht. Ja, wo soll ich die denn hinbringen? Hä? Muss ich die denn nicht abladen? Ah, okay. Wow! Also, was ist das denn hier? Also kann ich die nicht da abladen? Ich habe gedacht, ich kann die abladen. Und da fliegt ihr mir rein. Ach Leute. Das ist Fort Apokalypse. Spielt's am besten mal selber. Es ist, wie gesagt, ist jetzt vielleicht kein schlechtes Spiel, aber. Ich will jetzt nicht sagen, es ist mir zu anspruchsvoll, aber. Es ist, Da haben wir wieder einen. Ah! Die kann man die nicht abschießen? Ich weiß es nicht.
Wisst ihr's? Wir fliegen jetzt mal hier rum. Fliegen jetzt mal so lang. Vielleicht ist es da ein bisschen besser. Eher nicht. Hau ab! Nein! Oh. Ja, Mai, das war halt damals, da hat man sich gefreut und dann, oh nee. Also ich muss euch ehrlich sagen, Spaß ist für mich was anderes. Aber es ist schön, ja. Ein Spielchen. Ich weiß es nicht, ob ich das abschießen kann. Man kommt ja gar nicht ran. Das ist, ja Leute, nee, ich würde sagen, das sollte für Fort Apokalypse zureichen. Ich hoffe, doch, ihr habt mir Spaß gehabt. Ich bin ja schon wie die Frau Baerbock, ne? Fällt ja auch schon so. Und, ja, ich hoffe doch, der Zuschauer hat auch, ein bisschen Spaß gehabt, dass er mal wieder vor der Apokalypse gesehen hat. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch gemacht habt, ob ihr das vielleicht mal durchgespielt habt. Also ich nie, seht ihr, ich war ja ständig abgeschossen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen oder über ein kleines Kanal-Abo. Aber das Wichtigste wie immer, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Commodore 64. Freunde, macht's gut. Tschüss.